IBC International Heavyweight Champion, the Diamond Boy, Manuel Omerod Choi! Fighting out of the red corner, wearing black trim with gold, officially weighing 112.5 kilograms. Professional record in 46 fights, 44 victories, including 40 knockouts. From Kiev, Ukraine, the two-time world champion, the reigning, defending WBC heavyweight champion of the world, Dr. Iron Fist, Vitaly Mission Moskau. Manuel Char und die Hoffnung, die kleine Hoffnung, dass auch ein Klitschko mal einen schlechten Tag haben muss. Die boxende Ich-AG gegen das Millionen-Imperium. Beide Boxer, Sie haben das gesehen, das dauert alles etwas länger, dann dieser lange Walk-In und dann noch dieses Feuerwerk, wo beide ein bisschen zurückgehen mussten, aufpassen, dass sie sich da nicht verbrennen lassen. Also wenn Vitaly das gewusst hätte, der wäre sicherlich lieber einen kürzeren Weg in den Ring gegangen. Weggehen, Manuel Char, die Beinarbeit nutzen, reinkommen in dieses Duell. Man sieht die Doppeldeckung und er versucht dann auch mit der Linken selber durchzukommen, sich Respekt zu verschaffen. Er hat nicht die ganz große K.O.-Power. 11 K.O.s bei 21 Siegen. Nice! Gut, von Klitschko zum Körper. Ja, stehen bleiben ist mit Sicherheit kein besonders gutes Rezept. Geht gut weg, bleibt dann wieder stehen. Das sind die Momente, wo er entweder was machen muss. Auch einen Konterschlag, oder aber Vitaly richtig Maß nimmt. Da kann er schön verteilen, versucht zum Kopf durchzukommen oder nimmt auch den Körper. Ja, wenn die Handschuhe davor sind, dann mag das noch so sein, wie Char anzeigt, dass es nicht so sonderlich wehtut, dass es keine Wirkung hinterlässt. Aber er muss selber auch was tun. Die rechte, kurzer Haken von Klitschko, war nicht viel Kraft dahinter. Letzten 30 Sekunden der ersten Runde. Steht da, Deckung ist vorhanden, aber so kann man natürlich keinem Klitschko gefährlich werden. Vielleicht das Minimalziel, erstmal in die Pause kommen. Und er versucht, Manuel Char, 27 Jahre. Und bislang 114 Runden als Profi geboxt. Klitschko 233. Also mehr als doppelt so viel. Und als Char im Mai 2005 Profi wurde, da war Vitaly Klitschko schon zweifacher Weltmeister und im Vorruhestand, aus dem er dann ja zurückkam. Ich will mit ihm spielen. Das hat Vitaly Klitschko vorher gesagt. Und im Moment sieht man, dass er das kann. Er versucht dann einmal die Rechte zumindest ins Ziel zu bringen. Char. Aber der kassiert zu viel. Die letzten Sekunden dieser zweiten Runde.
Schiedsrichter Guido Cavalleri zählt ihn an. Da war ein Wischer oben an der Schläfe. Er wird angezählt bis 8 und dann wird aber gleich der Gong kommen. Also hier wird nicht mehr viel passieren. Klare Klitschko-Runde. Kommt da ganz leicht durch die Deckungsarbeit durch. Vitali Klitschko. Immer wieder diese Führhand. Und er schlägt so eine gute und harte Führhand. Und er schlägt so häufig die Führungshand. Vitali Klitschko. Auch in vergangenen Kämpfen. Also das ist keine Überraschungsaktion. Darauf muss man sich vorbereiten. Und er frisst hier eine nach der anderen Manuel Can. Das kann er, da lege ich mich fest, 12 Runden in der Form nicht durchhalten. Sich mehr abducken, müsste irgendwie versuchen, diese zweite Attacke von Klitschko zu verhindern. Aber eins darf man auch attestieren, er versucht es. Er bleibt dran, er versucht bissig zu sein. Er fightet. Wenn das Blut ins Auge läuft, dann tut das nicht nur weh, er kann schlechter gucken. Da, wo die Linke kommt, wird es dann langsam dunkel. Aber der fightet, mein lieber Mann. Keine harten Treffer, die Klitschko kassiert. Aber überhaupt Treffer haben wir auch nicht immer gesehen. Und jetzt muss der Ringarzt da drauf schauen. Schauen Sie mal, da ist mehr Blut am Hemd schon vom Ringrichter Guido Cavalleri, als viele Leute von Blutspenden abgeben. Oh wei, oh wei. Dr. Stefan Holthusen. Ja, was macht er jetzt? Er darf den Kampf ja nicht abbrechen. Er kann nur dem Ringrichter sagen, also ich würde sagen, es geht noch oder besser nicht. Und der Ringrichter ist der Mann mit der alleinigen Entscheidung. Der sagt dann, ich breche ab oder nicht. Aber es sieht nicht gut aus. Wenn je länger am Auge gearbeitet wird, desto schlechter ist das. Wir haben nochmal die Möglichkeit, hier auf die Szene zu schauen. Die Linke, ja, und da fängt das Blut schon an zu tropfen. Na, mit der Handschuhnaht. Der Kampf ist aus. Guido Cavalleri bricht den Kampf ab. Und Manuel Char will das nicht wahrhaben. Aber wenn man sieht, was da am Auge passiert, wie viel Blut da ist. Er will weitermachen, er will weiterkämpfen. Jetzt muss man aufpassen, dass das hier nicht noch aus dem Ruder läuft. Er hat großes Kämpferherz bewiesen. Er hat wirklich gezeigt, dass er es wollte, dass er diesen Willen hat, diesen Kampfgeist. Er will weiterkämpfen. Komm, mach weiter, sagt er. Das Auge ist nicht das Problem. Jetzt hat er große Herzschmerzen, dieser Manuel Char. Sein großer Traum, der hier gerade in sich zusammengefallen ist, genauso wie die Einbauküche, die er für seine Mama kaufen wollte. Sein Bruder dabei, Volker Grill vom BDB, alle versuchen da auf ihn einzureden, aber im Moment